Und wir haben einfach dann festgestellt, wenn jemand von uns sich so ein Grashalmpulver angerührt hat, da kam er mit ganz großen Augen und es war irgendwie so, mehr oder weniger, er will was davon haben. Und dann habe ich mich daran erinnert, also in Japan, also ich habe einen Shiba Inu, der kommt aus einer japanischen Zucht und dass dort eine Zuchtrüde, das war so sein Vater, der mal von der Zucht ausgemustert war, den haben sie mit Grassaft, Konzentraten, haben die den wieder aufgepäppelt. Haben wir gedacht, klar, machen wir. Ich gebe ihm einfach, wollte ihm ein bisschen was in so ein Tellerchen reingeben, das hat er nicht getrunken. Dann habe ich das so in eine, so eine 10-Milliliter-Spritze, also natürlich ohne Kanüle, aufgezogen und habe mir so genommen und so seitlich in die Lefzen ganz langsam reingegeben, dass er einfach schön mit dem Schlucken einfach mitkam. Und das war dann einfach so Standard. Also das war Standard. In der Früh bekommt er einfach seinen Grassaft und er hat den teilweise einfach dann eventuell nochmal eingefordert. Ich habe halt viel Energie gebraucht und habe so gemerkt, wie mir das so einen richtigen Energieschub gegeben hat. Also das ist so super nährend, habe ich das empfunden und habe das dann so in mein Basis sowieso schon grünes Essen einfach noch zusätzlich mit inkludiert. Und das war ein ganz wichtiger Faktor, wie ich dann Beratungspraxis aufgemacht habe, so an die so noch 2006 ungefähr. Und hatte einfach so Klienten so in der Burnout-Prävention, Zahngesundheitsthemen, Gelenksgesundheitsthemen. Jetzt, wenn sie jemand fragt, warum sagt, völlig andere Geschichte. Für mich hat es alles den gleichen, ist alles der gleiche Nenner, das gleiche Basis. Und das Interessante war, also in dem Moment, wo ich dann zum Beispiel gerade bei Menschen, die super gestresst waren, die Grassaftkonzentrate eingesetzt habe, dann hat sie also enorm viel und ganz schnell bei denen bewegt, dass die gemerkt haben, sie kommen nachts wieder in Tiefschlafphasen, sie können einfach wieder regenerieren, stehen in der Früh schon mal ganz anders auf.